Verdreht das jetzt wieder, nur für euch. Lol, lol. Rudi, was habt ihr für einen Schlaf, Alter? Nein, du kannst einsteigen, ich schwöre dir. Handy, PIN, WhatsApp. Ich hab's jetzt gerade versucht. Ares, blocken. Ja. Okay. Nein, warum schon wieder mit dem Trainer? Beschissen! Oh. Ja, wie immer auch beschissene Gäste, ihr habt schon gehört. Ares und Deko heute wieder. Hallo. Moinsen! Hasta la bon Reis-Muchachos! Ich hoffe, ihm geht euch gut. Und ne, ihr wisst Bescheid, es ist ein Klassiker. Es ist wie jedes Mal. Guten Appetit und guten Rutsch. Jetzt geht's los. Und genau. Schlaft gut, ja? Das auch. Gut. Gute Nacht. Keine Ahnung, wie man sich unsere Videos Fall, dass zum Schlafen reinballern kann. Zu spät hochladen, oder wie? Ja, und schönen Feierabend und... Es gibt wirklich Leute, die sich unsere Scheiße... Genau, das habe ich auch schon häufig gehört. Die sich unsere Videos anschauen, um zu schlafen. Rudi, was habt ihr für einen gestörten Schlaf, Alter? Oh! Alter, was ist denn das für eine Karre, Alter? Ganz schön rutschig, die Nummer, oder? Und ist das... Ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass es schneit. Hallo? Es war wieder so klar. Hallo! Der Punkt immer noch nicht, ey. Oh, jetzt hab ich ihn. warte, kann ich einsteigen? Warte. Leute! Da ist ein cooler Elkerweg. Meinst du, wir können einsteigen hier? Bestimmt. Nope. Wie? Warte, hier ist noch ein cooler Karre. Hier kannst du einsteigen. Hier. Ging nicht! Hier kannst du einsteigen. Ich hab's gerade versucht. Hier kannst du einsteigen. Was macht ihr da? Ich kenne, ist da eh schon Nachbombe dran. Nein, du kannst einsteigen, ich schwöre dir. Oh, ich kenne euch, meine Jungen. Was habt ihr gerade an? Ich trage nämlich gerade einen Tanktop und in einer Folge ist mein Bügel hier, ne? Der ist so ein bisschen verdreht und damit habe ich ganz viele Leute getriggert. Und jetzt nur für euch, Muchachos. Aber das war auch nicht nur eine Folge lang, sondern irgendwie drei Folgen. Also. Ja, das mach ich jetzt wieder. Ich verdreh das jetzt wieder, nur für euch. Ja. Aber ja, die Kommentare dazu habe ich auch gelesen. Actuated. Bitteschön. Digga, kann sein, dass Ares... Digga, wo ist Ares? Guck dir mal, wo Ares ist! Ich geh gleich auf der Karte! Hä? Digga! Digga, richtig übertrieben. Was ist denn los mit dem Jungen? Was ist denn Heribert? Soll ich auf euch warten hier? Er sagt, soll ich auf euch warten? Jetzt fahr weiter, du Lappen, wir holen dich eh noch ein. Das war ziemlich knapp, ey. Scheiße. Nein, das war. Das war meine Haftbombe, Monsieur. Da kam nichts Schweres. Also null. Ey! Was ist los? Digga! Einfach rein. Platz? Profi! Nein, bitte nicht. Sun Speed? Wie nein? Scheiße! Nice, Digga. Nein! Warum ist das? Du hast die Schweiße aus dem. Unter dem Wasser und Haftbomben nach oben, Alter. Geil, ey. Das ist ein scheiß Fake-Punkt! Richtiger Lapon, Alter. Hallo! Alter, wie ihr weggeflogen seid. 3-1, ja? 3-1. Okay, ab geht's! Ja, also mal im Spawn jetzt, der zählt nicht. Okay, dann 2-0. Okay, dann zieht er doch. Ey! Ja! Yeah! Ich würde sagen, das Auto gefällt mir. Sieht aus wie so ein Nasen, so eine Nasenwurst. Ich finde, es sieht aus wie ein Käfer einfach. Eine Nasenwurst. Nasenwurst ist auch sehr gut. Ui! Die Karre Danke. Ist echt ganz geil, ey. Oh, wollte ich jetzt gelaxt? Nee, wollte ich nicht. Oh ja. Yeah. Sind das hier Fake-Punkte? Hallo, hinten, Daddy! Oder? Nein. Meinst du nicht? Meine Reifen sind schon kaputt, du Lappen! Hallo! Meine Fresse! Kriegst du immer noch nicht hin? Digga. Oh, meine Reifen hier! Ich hab rechts keine Reifen mehr! Richtige Hotwheel-Action. Mit ohne Reifen könnte es problematisch werden. Oh, okay. Mit ohne. Dann aber so durchsehen. Insgesamt war das eigentlich sehr einfach. Ja! Was soll man denn hier machen? Sollen wir jetzt irgendwie so... Ho! Jumpen oder? Der kann wahrscheinlich so hoch gehen, oder? Oh, come on, ich bin sogar drauf gekommen. Boah. Digga, schau dir mal meine Reifen an. Ich warte. So hab ich's geschafft, Digga. Die Reifen wechseln, ey.
Mach mal die anderen auch weg. Okay. Da musst du mich zweimal fragen. Jawohl, merci. Digga, richtig fancy. Das geht nie ab. Voll! Nein. Ich hab jetzt. Lol. Ich wollte eigentlich nur so eine Reifen wegmachen, ey. Ey, bitte. Fürs Protokoll, ich kann nichts dafür, ja? Lol. Digga, guck dir an, wie ein Profi hier, ey. Bam! Digga, du kannst die Eisfall. Ja! Ey, ich hab's gerade entdeckt, wie es geht, ne? Come on, ey. Geil, ey. Oh. Nein! Oh, es geht aber ordentlich. Du musst nehmen, Marvin, hier. Ich war, ja, ich weiß. Aber ist ja nicht schwer, oder? Ist auch nicht. Aber du musst halt einen spitzeren Winkel nehmen. Dann ist gut. Dann landest du auf der Platte. Jetzt ball ich doch mal, Ares. Ist doch nicht schwer, Bruni. Wow! Das ist wow, Digga. Das wäre hier wieder im Tierheim, ey. Komm, Ares, ey. Oh, ha! Er rutscht einfach immer noch weiter. Ich muss auf dem Rücken landen. Nein! Ja, auf dem Rücken, glaube ich, ist gut, oder? Ja, Pro-Bosser, Digga. Er glänzt einfach. Er glunzt! Gar nicht, ich wollte jetzt so dahin kommen. Wohin? Hallo? Wo bleiben Sie, Nüsse? Du musst die Straße in der Mitte nehmen. Ziemlich sicher. Ah, finally. Ah, da ist kommt er ja, endlich. Guck mal. Hier, Gott, spitzer ey. Winkel, Aris, ne? Spitzer Winkel. Nein, nicht gerade hochfahren. Ha? Oh! Einfach hier drauf, oder wie? Hey, was? Da war kein Troll? Ring. Warum war da kein Troll? Oh. Ist es ein Troll-Map? Ich kann mal kurz übersetzen, was da russisch stand, ja? Soll ich mal? Ich mach mal kurz. Wow! Ja, wenn du ein bisschen weiter links davon ist eine größere Plattform. Da kannst du vor und hinter dem Ring noch landen. Ne! Hä? Hä? Was? Hä? Habt ihr das gesehen? Was ist da passiert? Hallo? Hallo? Hat das irgendwer gesehen? Hast du aufgenommen? Hallo? Nee, hallo? Ich kann jetzt erstmal sagen, was hier steht, Rudi. Was war denn da los gerade, Alter? Deko, hör auf, hier voll zu labern und hör zu, ja? Sie können auf einen Stimmungsring auftauchen, einen Stapel rocken, einen Joint drehen und die Börse zum Absturz bringen. Das stand da auf Russisch. Geil, oder? Das sind Stimmungsringe nicht... Hä? Digga, was machst du denn da? Ey, wollt ihr mich ficken oder was? Zum zweiten Mal jetzt! Also das habe ich jetzt wirklich gesehen. Das zweite Mal an der gleichen Stelle! Es gibt nur eins hier, ja. Fahr mal von der Seite jetzt rüber. LOL! LOL? Hä? Wo bist du hin? LOL, und ich lande hier drauf, easy. Ja, genau so ist bei mir auch passiert. Ich dachte, ich lande noch drauf und dann rutsche ich trotzdem noch runter. LOL! Hä, wie soll ich denn jetzt da vorbeikommen? LOL, Leute, das ist alles ein Fake-Punkt. Bin auch wieder hier. LOL! Nein! Hä, aber warum ist denn Ares nicht da? Weil, Er hat sich den nächsten Punkt auch noch geholt. Alter! Digga, was? Hä? Was zum Fake, Alter? Ich raff das nicht! Was soll ich denn tun? Nicht mal her! Ja, da ist ein Windrad. Du musst aber schneller fahren. Ach, LOL. Hä, wo ist denn da ein Windrad? Also, ich seh's auch nicht, ja, aber das ist das Einzige, was ich denken kann, oder? Ja. Dass du auch stehen bleibst da, ich bin da schnell wieder durchgejieselt. Ich bin nicht stehen geblieben! LOL. Ah, siehst du das? Als ob ich da dann dreimal drauf zufahre und das Ding mich dreimal wegfickt, ey. Fahr schnell einfach. Ja. Hallo! Kommt hier noch irgendwas, ey, oder? Hä? Warum stehst du hier so? Ich muss ja wieder zurückfahren. Ja. Muss da wirklich. Die nicht aus Spaß. Ja. Komm. Oh. Ja. Digga, das ist ja ein Fake-Punkt. Eiskalt ein Fake-Punkt, Digga. Ice cold. Nein! Ice. Oh mein Gott! Eiskalten Fake-Punkt und ein scheiß Windrad. Alter, Ares, dein Arsch gehört sowas von mir, ey. Ich hab noch eins gemacht. Special Effects, du wolltest mich auf jeden Fall treffen. Na, Quatsch. Wenn ich dich treffen wollte. Nein, Windrad, tu's nicht! Oh. Und, hast du es? Glaube schon. Geil. Aber es ist ja echt eine coole Map, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, das Windrad hab ich ja gerade. Ich hab mich ja richtig zerkopft. Null. Okay, komm mal ran hier. Was ist da? Hallo?
Hier links. Oh! Wo bist du? Das sieht doch aus. Das könnte nochmal geil werden. Ja, extra hier, was für die Hallo, hier. Hallo? Ja, klar. Was sonst? Hallo! Hi! Alright! Oh, geil! Hallo, wo seid ihr? Wir warten am Punkt hier. In Nachtgebäude schon. Ja. Alter, Digga, der Voltage war schon ein bisschen cool. Ja, doch. Automatic. Es oh! Geht los, es geht los. Oh nein, warum schon wieder Windräder? Oh yeah, Brudy. Das wird machen Spaß in die Höschen. Hallo, ey! Spaß in die Höschen rein. Hallo, fahr doch, Junge! Ich muss den Oberwheelie machen hier. Ich muss gerade fahren, fahr geradeaus, Junge! Ey! Du kannst einfach rüberfahren, oh, ne? Nein, kann ich nicht! Ich hab's doch gerade versucht! Richtiger Chaco, Alter. Und? Okay, vielleicht nicht. Du kannst da einfach rüberfahren! Ja, aber wie, Der kann Hochstarter machen, ganz einfach. Ah, ja, ich hab's ja schon. Digga! Beruhigen Sie sich bitte, ja? Mit die jungen Pferde hier. Da. Habt ihr schon gehört, dass jetzt wieder auf dem Markt eine große Schwemme an Luxusuhren ist? Auf was? Ich habe damit nichts zu tun. Eine große Schwemme an Luxusuhren. Weil die ganzen Leute, die ihr Cash mit Bitcoins und sowas gemacht haben, jetzt ihre Uhren verkaufen müssen. Ja, moin. Das heißt, dass Luxusuhren auch nicht mehr so viel wert sind. Gute Geldanlage. Okay, jetzt muss ich hier rüber, ohne vor dem Digga, das wird natürlich ziemlich scheiß schnell. Hab ich doch niemals, oder? Ja! Aber ich finde das super interessant mit den Uhren, muss ich sagen. Also, falls irgendwer Bock hat, sich mal so eine dicke Uhr zu kaufen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Jetzt sind sie gerade günstig. Aber kauft sie, weil ihr Bock habt, sie zu tragen und nicht, weil ihr denkt, das ist eine geile Digga, Investition. Digga, ficken! Jetzt wird gefickt. Ares Boxershorts. Ach so, weil... Wieso ja, Boxershorts? Ich hab das Element. Boxershorts. Also ich hab das beim ersten Mal auch schon gesehen. Und dachte dann aber, ja gut, jetzt am Rad lang zu fahren, wäre ein bisschen muschi. Aber Ares kommt ja immer darauf, die Sachen muschi zu nehmen, ne? Ey! Boxershorts, sagt er. Digga. Der Typ ist eiskalt, ne? Der Typ ist einfach eiskalt. Ja, Digga, du musst am Rand lang fahren. Du kannst da nicht durchfahren, Alter. Ja, eben. Handy, PIN. WhatsApp. Ich hab's jetzt gerade versucht. Ares, blocken. Deal. Ja. Okay. Ich hab die Farbe von diesem Beluga-Wal, der gerade in Frankreich aber da in so einem Fluss ist. Ich muss sagen, ich hätte mal Bock auf eine Omega. Trag keine Rolex für Omega. Ich glaube, das ist ein SSIO, so eine SSIO-Line. Ich habe ja mal eine geschenkt bekommen von meinem Vater. Der Omega Seamaster, aber die hat er von irgendeinem kuwaitischen Scheich geschenkt bekommen. Das war halt eine Fälschung. Dein Ernst? Eine sehr gute Fälschung. Wollte schon sagen, dass da irgendwie, keine Ahnung, 400 irgendwie, das war so eine Blutuhr, weißt du? Da sind irgendwie 400 Leute gestorben für. Nee, es war eine Fälschung. Aber eine gute Fälschung. Ich war damit danach noch bei einem Uhrenmacher, um das Band nochmal enger zu... Ey, fick dich! Um das Band enger zu stellen. Der meint direkt, das ist eine Fälschung, aber es ist eine sehr gute Fälschung. Sowas gibt es normalerweise nicht. Aber was kostet die eigentlich so? Ich glaube 7000 Euro oder so. Alter Schwede, ey, für eine Uhr. Digga, meine teuerste Uhr kostet 250 Euro. Meine teuerste Uhr ist die Uhr, die ich gerade anhabe. Diese Garmin Smartwatch. Und Ares, teuerste Uhr ist immer noch die aus der Mickey Maus von 1993. Ich habe gar keine Uhr mehr. Nein, war nur Herzlich. Spaß, ey. Passen Sie auf! Fahren Sie nicht zu weit zur Seite! Hast doch! Dann schaffen Sie es auf... Ja, ich... Wie lange hat das soweit gedauert? Soweit war ich schon mal. 15 Minuten? Hallo, ich war schon mal soweit. 19 Minuten 48. Wie hast du denn hier eigentlich noch verkackt? Irgendwie an der Seite hat mich der Reifen, mich das Windrad erwischt, also ich weiß. Okay, Ninja Warrior Challenge, alle gleichzeitig drauf. Ja! Okay, wo seid ihr? Wie hab ich Marvin denn platt gemacht? Dein Auto Marvin gleich hier platt gemacht hat. Ja. Ja, reinschießen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, drei, hallo alle gleichzeitig. Zählt das schon? Wir rennen gleich alle gleichzeitig drauf bei so einer Lücke. 3, 2, 1 und los! LOL! Ich bin weg. Ich bin einfach jetzt LOL!
Ja, hat er auch gewonnen? Ich hab gewonnen. Hä? Das war einfach, ich hab gewonnen. Gleich, würde ich okay, sagen. Wir haben alle verloren, gewonnen, ja? Okay? Oder wir haben alle gewonnen, ja. Wir haben alle gewonnen, perfekt. Marvin hat verkackt, fertig. Ja, müssen wir okay, nicht nach oben fahren? Marvin hat verkackt. Ah, ne, müssen die unten fahren, lol. Digga, da oben ist der Punkt, Digga. Ja, da hinten ist doch eine Rampe. Dachte ich auch gerade. Hat er recht. Aha. Da oben eine Rampe! Dachte ich aber auch. Ah, verdammt. Oh, Pau! Pauli! Oh, alter Schwede. Ja, haben wir. Easy. Ah, Marvin! Und jetzt hier rüberspringen. Oh mein Gott. Nein! Warte, beruhigen Sie sich, hallo! Hä, warum? Warum drehst du dich so? Digga, beweg dich doch mal da vorne, Junge! Warte, so, drei. Da gibt's eine Rakete da! Eins und bin. Ja! Digga, das richtig war so unnötig, easy, ey. Ja. Okay. Ich hab keine Ahnung, warum ich da verkackt habe. Wenigstens hab ich's diesmal geschafft. Das muss ja auch was wert sein. Okay. Ich verkacken hier. Ah, jetzt auch mal schon mal einen Punkt vor. Falls wir hier, ne? Hi, Aris. Hallo. Mr. Aris, Poparis. Wow, okay, die Schnelle wird jetzt einmal schwierig werden. Okay. Wenn schwierig werden, fahr die einfach so. Easy, Punkt eingesammelt. So. Okay, auf geht's. Die eine Kurve hier vorne wird easy. Hallo! Schwierig, meine ich. Hallo, ja! Hallo! Du rammst, ist natürlich super! Ja. Hallo! Was macht ihr denn hier schon wieder? Scheiße, Karma, Alter! Digga, wie viel Hodensaft hast du wieder getrunken heute Morgen? 4 Liter? Du hast doch nichts mehr übergelassen. Warum machst du das so? Ich war da rückwärts lang. Oh, weg mit dir, du Lappen, ey. So. Du wirst es jetzt so auf und jeden jetzt, Fall jetzt schaffen, meinst du? Ne? Jetzt einfach so. Hä? Aber genau so geht's. Guck mal, wie er da schon steht, die kleine Ratte, ey. Nein! Oh, du kannst auch bestimmt einfach eine Kurve machen da. Ja, kann, möchte, so, was willst du? Digga, was machst du da, Aris? Willst du es gar nicht schaffen? Guckt euch mal zu, ne? Ja, hast du das gesehen, Marvin? Hast du das gesehen? Oh. Ja, hab ich gesehen. Oh. Hast du wirklich gesehen? Ja. Ah! Okay, ist auch eine Idee. Ja, aber noch keine sonderlich gute, würde ich sagen. Nee, nee. Fuck, Alter. Ich muss mich jetzt retten mit meinem Controller. Ein paar Sekunden später. Nein! Nein! Ey. Warte, wo bist du? Ich rette dich. Ich bin im Wasser. Ich rette dich, Deko. Ey, Digga, das ist doch so nervig. Warum zum Fick in den scheiß Controller? Ich dachte, nachdem ich so eine Kacke da rausgelöscht habe, geht das? Nein. Hä, warum ist das? Ach so! Ey, ich dachte, die wären alle gleich verteilt, diese komischen Dreher. Plötzlich kommt ja, da direkt noch einer. Ich bin auch durchgefahren, der hat mich hochgehoben. Dann bin ich auf die Reifen gekommen, aber ich war genau am Wasser und ich konnte nicht wieder zurückkommen. Ey. Nur weil diese Reifen immer durchdrehen, wenn du Gas gibst. Oh. Das leichtere Gas geben machen am Controller. Aber der Controller, er sagt NEIN! Ich muss nochmal gucken, da ist bestimmt auch irgendwo diese scheiß Software drin. Mann, wie fahr ich denn? Okay, und diesmal auf die größere Lücke hoffen. Bruder. Was mach ich da? Ich fahr einfach random wieder los. Karre hart am Rutschen. Ja. Okay, ich gebe euch hier einen Tipp. Es ist immer ein kleines Loch, ein großes Loch. Ist das wirklich so aufgeteilt? Ja. Ein klein. Oh, ja. Wow, was ist das denn? Wow. Alter, ich bin gerade fast weggerutscht. Ein kleines Loch, ein großes Loch. Dubi da. Ich hab den Punkt. Geil. Bin doch einfach ein geiler Typ, ne? Muss man schon sagen. Einfach ein geiles Typ, hallo. Oh, Mann. Okay, jetzt hier auch. Einmal groß, einmal klein. Dick, ja. Karma, ey. Da ist Karma. Der nach vorne. Digga, sagt der Tüte da vorne, Jitin, ne?
Aber es wäre schon lustig, wäre da noch irgendwie ein Troll eingebaut, ne? So ein Speed oder so. Ja. Ich hätte ihn hart gefeuert. Ja, Ochsenhandschuh, ey. So, okay, Leute, wir sind schon im Ziel, ne? Ciao. Ja! Alter, Insta! Aber komplett Insta! Ja! Ohne, es wurde nicht mal was gesagt, ey. Please, Alter, Aris mit seinen Annäherungsminen, ey. Meine Karte sieht jetzt aus wie Original 1812 oder so, ey. Nein! Oh! Was mach ich da? Alter! Nein! Okay, du kannst nicht innen lang fahren. Es geht nicht. Ja, fick Aris weg! Ja, bin dabei! Fick ihn! Fick ihn! Fick ihn! Fick ihn! Oh ja, Aris. Nein! Es hat gemacht. Spaß mir. Nein! In meine Eier. Es hatte gemacht Spaß in meine Eier. Das ist so beautiful. Ich hab einen Ring um meine Eier. Der schnürt mich ein und das tut weh, oh weier. Und er macht mich geil. Und macht mich higher. Ring um Eier. Ring um Eier. Deko macht da mal so einen Kanon draus. Kanon? Das ist 100 Pro dann eh wieder, die ist sein Urus. Oh, was? Also, I did it. Ich war da übrigens gerade zu schnell. Hey. Was machst du denn da? Bei mir ist reifender Platz, mein Hallo. Freund. Hallo! Achso. Ja. Aha. Hab ich getroffen, geil. Ja, hast du. Geiler Typ, ey. Geht so. Oh, aua. Das war Marvin auch versucht. Oh! Alter Schwede! Geil, ey, geil. Easy first try. Ich hab Marvin fast noch weggefickt, ey. Ja, wieso nur fast? Ich hab ihn getroffen! Er hat's geschafft, sich drauf zu halten. Aber es ist eine coole Karre, ne? Ich find die ganz cool, ja. Uff! Alter Schwede. Komm, Aris, jetzt sie zu! Ja! Wo ist er denn ja. da? Okay. Hallo! Hat er doch! Da soll das rübergehen? Eieiei. Okay. Nach Hause, ja! Ja! Hallo, ich bin deine Farbe, Brudi! Alter, das Ding ist breiter, als es aussieht. Da kommt man ganz gut rüber. Alter, fick mich. Oh, da. Ja. Aber nur noch einen, ne? Nur noch einen, ja. Digga, warum hast du das so X gemacht? War doch mega easy, Brudi. Ich hab Angst, dass du mich rammst! Hä? Ich doch nicht, Brudi! Ja, ja, nein. Genau. Ja, nie machen, ne? Nee, ich muss alles den f*** ich jetzt so richtig in den Arsch, ey. Wo bist du? Deswegen war ich gerade ein bisschen unruhig. Letzter. Ja, an dich! Ja! Ey! Digga, richtiger Assassine. Hat Marvin das verursacht, oder? Ja. Ehrlich? Ich glaub schon, ja. Ach so, von der, du hast geschossen, oder was? Ja, von hier hinten. Alter. So ein Schlingel. Ja, mein Reifen ist auch weg jetzt, ne? Alter, so ein Mini-Loch hier. Digga, ich bin einfach ein richtiger Profi, ey. Digga, raus mit dir, du Lappen, ey. Was hast du denn vor, ey? Ich versuch so rauszusteigen. Geh zu Platon, Digga. Nur lass dir einen runterholen. War Platon nicht sogar schon die platonische Liebe? War das nicht sogar ohne Körperkontakt? Ja, ne? Eigentlich schon, ja. Das macht's noch lustiger. Okay. Okay. Bester Respawn EU West. Ich lege übrigens eine Annehmungsmine hier hin jetzt. Nein. Doch, eine ist da. Aber wie soll ich dran vorbeikommen? Ja, lass den Aris vorbei. Genau. Ich hab's vorbeigeschafft, Marvin. Hast du? Ja. Nice. Wie hast du das denn geschafft? Ich bin auf der komplett anderen Seite gefahren. Siehst du? Aber Profi. Es war Zufall, weil ich nicht sehen konnte. Also ab jetzt, wenn man schon so eine Scheiße benutzt, ja, dann muss man wenigstens sagen, dass man sie gelegt hat. Okay. Deal. Ich hab eine Anhangsmine gelegt. Kann ich auch sagen, dass ich eine gelegt habe, obwohl ich keine gelegt habe? Ja. Und die Mindgames, ne? Hi, Mister. Hallo! Ey! Ey! Aris, verpiss dich! Hä, wieso ich? Ja, wo fährt er denn hin? Aris, wo willst du hin? Ciao! Digga, meine Reifen sind schon im Arsch! Digga, wo fährt er denn hin? Oh, Alter! Los! Leider! Und noch einen Reifen! Nein! Ja! Alter, wie ich rutsche! Baller den Kühlen da oben weg!
Ciao. Hey, Daniel, wir müssen gelegt. Ah, hier ist Nico noch liegen. Los. Ich hab Daniel aufs Blick gelegt. Sehe ich. Noch eine. Hol dir schnell das Ziel. Hol ihn schnell. Also ich sehe das Ziel noch nicht bis jetzt. Aber ich fahre komplett ohne Reifen. Also es ja, ist auch nicht ganz leicht. Ja, geil, ey. Oh. Ich hab ein anderes Bild gelegt. Was? Ich hab, jetzt hab ich gar keinen Reifen mehr. Los, nehm mit dir, du Lappen. Nein! Ich bin hier los! 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 Ja. Los! Nein. Los! Nein. Los! Los, mit Schatten, los! 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 Nein! Oh. Oh, was ein Chaos wieder. Das war ein Tint, ey. Ey, so ein Ehrenmann, dass ich nicht gerespawnt bin mit meinen Reifen, ey. Also, Muchachos, das war doch wieder eine grandiose Folge, oder? Mir hat's richtig Spaß gemacht. Das war geil, ja, geil. Daumen nach oben zwirbeln, Beschreibung abchecken, ja, und den Partner Ares abchecken, dann. Bye, bye! Ciao, ciao!